Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Life is Strange. Wir haben das letzte Mal hier diesen ganzen Gang durchsucht und sind hier in Max Zimmer gewesen, weil wir ja den USB-Stick holen wollten. Der USB-Stick war aber nicht dort und den hat Dana im Zimmer. Dana ist, Zimmer ist da, wo die Frau davor steht, und die Frau hat sie wohl eingesperrt und ja, wir müssen mal gucken, was jetzt passiert. Juliet looks like she's ready to throw down. Hey, Juliet. Is everything cool? Oh yes, Max. I've locked Dana in the room because we're cool. Was hat sie getan? Ihr seid Freunde. What did she do? What didn't she do? Dana's been sexting with my boyfriend. Ouch. How did you find out? Why do you care? Why are you even asking me? You never talk. Just zone out with your camera. That's why I'm talking to you now. What's my last name? Wurde der schon mal gesagt? Wir gucken mal. Juliet Olsen. That was truly sad. Thanks for your concern, Max Caulfield. By the way, Juliet Watson. Da, und jetzt können wir wieder zurückspulen. Oh, wir sprechen natürlich. Hey, Juliet. Oh, yes, Max. Naja, bla bla bla. Juliet Watson, you be nice. I'm flattered. I didn't even think you knew my name at all. Of course I do. Thanks. I locked Dana in because she was sexting Zach, my boyfriend. Unbelievable. Woher weißt du das? Wollte Dana das tun? How do you know? Victoria Chase. You know her. You could say that. But why would Dana go after your boyfriend? According to Victoria, Dana would do anything to date a quarterback. According to Victoria? Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. But I bet Victoria did. I know the proof. I'm not letting her out until she tells the truth. Okay, wir gehen jetzt mal raus und... No need to go there now. Ach, Mann. Okay, vielleicht kommen wir auch einfach wieder... Ich spule nochmal die Zeit zurück. Wir wissen jetzt auf jeden Fall, dass diese Tussi dahinter stark... Dann machen wir nochmal. I'm flattered. Of course I do. Thanks. Bla bla bla. Would Dana do that? According to Victoria, Dana would do anything. Okay, jetzt kommt das Klick. According to Victoria. Huh. She saw the sext. And Zachary won't answer his phone. Once Dana admits it, she can go. Straight to hell. Max, I swear I didn't do anything. Okay. Wir kommen hier nicht raus. Raus. Victorias Zimmer. Ah, okay. Dann wollen wir das mal betreten. So, was haben wir denn hier alles? Ach du Schande, das ist ja viel wieder Kleidung. Dior, Givenchy. You could pay for my tuition with that wardrobe. Mach doch. Those boots are made for walking runways. Der Fernseher. That is a tasty plasma. Maybe I could sneak in and watch Final Fantasy Spirits Within. I don't care what anybody says. That's one of the best sci-fi films ever made. Aha. Wenn du meinst. I bet Victoria put Juliet on her shit list after this article.
Das Blackville-Totem, das Wesen der Berichterstattung seit 1898 in der Vortex Club ein Kult. Ist der Vortex Club ein Kult von Juliet Watson, eine der einflussreichsten und langlebigsten sozialen Gruppe Blackwells. Der Vortex Club wurde zu Beginn der 80er als Ausdruck der New Wave Rebellion gegen die Yuppie-Kräfte der Reagan-Ära gegründet. Stellt euch eine Zeit vor, in der Computer-Nerds in Mülltonnen gestopft wurden und blaue Haare ein Grund für einen Verweis und sogar Gewalt waren. Männliche Schüler mit Ohrringen wurden gemobbt und geschlagen. Heute hat jeder Footballspieler 2 oder 3 exotische Piercings. Der Vortex Club war also einst ein Zufluchtsort von dem Gruppenzwang, den jede Generation erlebt. Wie ironisch es ist, dass die revolutionären Wurzeln gesellschaftlicher Sonderlinge zu etwas geworden sind, das einige Schüler als elitären Kult beschreiben. Oder ist dies bloß Neid auf eine von Blackwells erfolgreichsten Organisationen? Wir versuchen Vortex-Mitglied Victoria Chase zu interviewen, aber sie verweigerte jeden Kommentar und versuchte sogar die Veröffentlichung dieses Artikels zu verhindern. Vermisstenposter. Victoria hates Rachel Amber this much? How insecure. Okay. Wen kümmert's, Miststück? Die hat sie wohl doch nicht so ganz gemocht. Victoria is a real Jefferson groupie. Recollection. Foto von Mark Jefferson. Fotos von Mark Jefferson. Ein Buch. Victoria is a real Jefferson groupie. Dann haben wir hier die Dings. Internationaler Fotograf Mark Jefferson, öffentliche Ausstellung, 5. November bis 1. Dezember 2009, Bean Hip Café. Mit dieser Anzeige gibt es $1 Rabatt. Jetzt haben wir hier da Ansehen. Yes, Victoria has the best Retina Screen Laptop. Benutze ihn nochmal. I'll give Victoria props for not posting my photo. And for this nice shot. Victoria Marybeth Chase, lesen wir mal. Victoria Marybeth, Freunde 857, Abonnenten 1126. Boom, this is the email I need to show Juliet. Now I have to print this fast and get the hell out of here. Victoria Chase, Taylor, es tut mir wahnsinnig leid, dir mitzuteilen, dass ich gerade Juliet in Denner verarscht habe. Ich muss Juliet bloß sagen, dass ich eine ekligen Sext von Denner auf Zachs Handy gesehen hatte. Die blöde Kuh hat mir geglaubt, also rechne ich jeden Moment mit einem Amoklauf im Wohnheim. Das hat Juliet verdient, dafür, dass die Schlampe mir Zach weggenommen hat. Was Denner angeht, wen kümmert's? Hol das Popcorn raus. Na dann... Yes, I get it. Enter the Vortex Club. No. Okay, if I did wear expensive jewelry, I would wear this for sure. No, officer, I'm not snooping. Just admiring Victoria's cutting-edge tech. Is she going to get a 3D printer for her dorm room? Maybe I will join her posse. Boutique Art Tech. Erschaffen Sie Ihre Zukunft. Springen Sie ins 22. Jahrhundert mit dem Tezuka 3D-Drucker. Kreieren und produzieren Sie Ihre Vision. Heute bestellen, auf morgen vorbereitet sein. $3,600. Kamera. She's actually got a classic medium format camera with some awesome prime lens. I hate you, Victoria. Ouch. Well, at least she puts her photographs out there. Unlike me. Lieber Mr. Chase, vielen Dank für das Einreichen Ihres Beitrags an der Croft Galerie. Leider ist Ihre Arbeit nicht kompatibel mit unserem Leitbild. Wir wissen Ihre Mühen zu schätzen und wünschen Ihnen viel Erfolg in der Zukunft. Mit freundlichen Grüßen, Amanda Croft, Eigentümerin der Croft Galerie, Eugene O.R. Ja, aber ich wollte das ja jetzt noch irgendwie ausdrucken. Wie kann man denn das ausdrucken? E-Mail drucken, da.
Das wird nicht so einfach gehen. Das wird nicht so einfach gehen. Ich denke mir mal. This isn't even recycled paper. Victoria's not doing her part to save the Earth. This better convince Juliet that Dana is innocent. Gut, dann wollen wir mal rausgehen. Aber ich denke mir mal, die kommt uns jetzt bestimmt entgegen. Ne, doch nicht. Sehr schön. Gut, dann gucken wir mal zu Dana und geben ihr mal dieses schöne Zettel, dieses schöne Schriftstück da. Hallo Juliet, E-Mail. Juliet, read this. Of course. I'm an asshole. I'm sorry, Dana. You are. And I hope so. You really think I'd mess around with Zachary? No. But I get stupid jealous. I owe you dinner. Still love me? And you do my laundry. Thanks, Max. You're like the Blackwell ninja. Now let's see what Zach has to say about Victoria. You set me free. Thank you. Warren's flash drive is on my desk. So, dann gehen wir, glaube ich, jetzt in den nächsten Raum. Stomp and Bigfoots. Get the flash drive and then I'll go see Warren. Jo. It would be a cool sticker without the words. This is both sad and pathetic. Dana, ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte es tun, damit du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allem anderen so, als sei ich tough, aber das war bei dir nie nötig. Ich verdiene dich nicht. Du hast gesehen, wie ich den Schwanz eingezogen habe. Wenn du Geld brauchst, sag Bescheid. Logan. Gott. That looks like a home pregnancy test. Max, that's mine. Thank you. You're not helpful. You're just nosy. I think you better go. Nice, Max. You hurt her feelings by being so damn nosy again. But I could rewind and make it up to her. Mach mal auf, Mom. So. Wir reden erstmal mit ihr. Dana really does look stressed about all this. Und sprechen hey, mit ihr. Seriously, thanks again. I can't believe Juliet locked me in my own room. Real mature. Ich habe das Gericht über dich gehört. Victoria ist fies. Juliet ist stinksauer. Dana, I'm not trying to be nosy, but I heard a rumor about you. What? Who told you I was pregnant? Nobody important. They just acted like it was bullshit. I just wanted you to know. It's like a goddamn reality show around here. Can you keep a secret, Max? Of course. I was pregnant. Was. Oh. What about the other? That'd be Dad. You can catch him on the 40-yard line this Friday. And it's not Zachary. Who then? And you don't have to tell me. In fact, you better not. I like your spirit, Max. Anyway, you better get that flash drive so Warren has an excuse to bug you. Okay, und schon haben wir es aufgeklärt und ich brauche den Schwangerschaftstest nicht aufzuheben. Was mich jetzt mal interessiert, würde die jetzt was anderes machen? Weil jetzt wissen wir ja, dass es schwanger war. Na, komm, wir lassen es liegen. Dana's Facebook Wall is up and running. I shouldn't look. Of course a popular cheerleader like Dana would have a million friends. It's so fascinating to get a peek into Dana's social media world. And yes, Max, so terribly wrong.
Freunde, Denner World, Freunde 1083, Abonnenten 2554. Juliette, hey Süße, danke dir für deine Geschenke. Trevor, was geht, Denner? Justin belegt die Couch mit Super Mario. Wenn du willst, kannst du rüberkommen. Wir rauchen und spielen oder wir gehen spazieren. Sag Bescheid, ich bin hier, immer noch hier. Hallo? Okay, USB-Stick. There's that damn flash drive. Must protect my precious, so Max never has to chase it down again. I better make sure everything is still in there. I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. I have my self-respect. USB-Stick, verrückte Experimente, Hausaufgaben, das unglaubliche Filmarchiv von Warren G., die besten Serien aller Zeiten, Berieselung, Kram, nicht runtergeladen, unerwünschter Gast, unheilige Unzüchtigkeiten und Max? Gibt's einen Ordner für mich? Okay, kann man jetzt... Now I feel too wiped out to leave. Gut, dann haben wir das. Kann ich jetzt noch mal an meinen Laptop gehen und vielleicht den USB-Stick noch ein bisschen mehr angucken? Das würde mich jetzt mal interessieren. USB-Stick. I better make sure everything is still in there. Yeah, I think Warren forgot to hide the Party Buster folder. Not that I would open it, no matter how tempting. Ja. I have my self-respect. Okay, wir haben den USB-Stick. So, Patsch. Jetzt wird es da draußen natürlich Krieselkrachel bestimmt geben mit diesen Dings und ich habe es gleich wieder verkackt mit. Ich warte gern, ewig hier draußen. Liebe den Parkplatz, ich kann Autos zählen. Ja, mehr SMS, desto langsamer. Auf dem Weg, bye. Oh, wir haben wieder neue Sachen zu lesen. Ja, dann machen wir das auch gleich mal. This does not exit, 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines. Das habe ich doch schon gelesen. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen. Waffenausschuss, habe ich das schon gelesen? Ja, das habe ich schon gelesen. Mein Nervenzustand konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobiere und diesmal blablabla. Das habe ich auch schon gelesen. Ja, das ist, weil ich jetzt diesen nochmal... Das habe ich auch schon gelesen. Hier, alles fühlt sich gerade so surreal an. Ich kann mit niemandem darüber reden. Nun, mit einer Person vielleicht, aber ich habe sie seit 5 Jahren nicht gesehen. Ich könnte mich mit Warren anvertrauen, er ist schlau und wissenschaftlich, vielleicht ist er Erklärung keine Ahnung. Das habe ich, glaube ich, auch schon gelesen. Nee, das habe ich nicht gesehen. Also, alles fühlt sich geradezu surreal an. Ich kann mit niemandem darüber reden. Nun, mit einer Person vielleicht, aber ich habe sie seit 5 Jahren nicht gesehen. Ich könnte mich Warren anvertrauen. Er ist schlau und wissenschaftlich. Vielleicht hat er eine Erklärung. Keine Ahnung, was für eine. Bis ich es durchschaue, halte ich es besser geheim und konzentriere mich auf die Schule. Warren möchte seinen USB-Stick zurückhaben. Dabei könnte ich mir die ganzen coolen Serien und Filme noch gar nicht angucken. Ich habe ein paar Episoden Doctor Who und Akte X angesehen. Nur gesehen. Alles von Fullmetal Alchemist sowie Faster Pussycat, Kill Kill, krasse Amazonen in Schwarz-Weiß, Tetsuo von der Cyberpunk Trip in unglaublichen Bildern und Scott Pilgrim zum ca. 1000. Mal. Ich habe ein Vermisstenposter von Rachel Amber gesehen, einer hübschen Blackwell-Schülerin, die verschwunden ist. Es ist traurig, ihr lächelndes Gesicht zu sehen. Und an all die schrecklichen Dinge zu denken, die passieren können. Wenn ich 6 Monate zurück könnte, würde ich es sofort tun.
Ich musste zurück ins Wohnheim, um Warrens USB-Stick zu holen. Victoria und ihre Vortex-Viber blockierten den Eingang und schossen sogar ein Foto von mir. Wie in einem Film über die Highschool, einfach unglaublich. Sie hat tatsächlich fick dich und deine Selfies gesagt. Es war lustig. Warum muss sie sich so verhalten? Sie hat doch schon alles, was sie will, oder? Sie zwang mich dazu, meine Fähigkeit einzusetzen, bis ich einen Weg fand, an ihr vorbeizukommen. Ich will diese Kraft nicht für trivialen Scheiß einsetzen, besonders wenn sie wirklich ein Geschenk des Universums ist. Aber so konnte ich sie austesten. Victoria so allein auf den Stufen und voller Farbe zu sehen, war beschissen. Sie wirkte nicht wie die Königin Blackwell, sondern wie ein einsames Mädchen, genauso verwirrt wie ich. Ich musste herausfinden, ob ihr es gut ging. Sie war nett und entschuldigte sich, löschte sogar mein Foto von ihrem Handy. Es gibt also noch Hoffnung? Eigentlich ohne Frage. Noch mehr Drama. Juliet ließ Dana nicht aus ihrem Zimmer, weil sie dachte, Zachary würde Dana sexten. So dumm. Ich hatte es so satt, musste aber eingreifen, weil Dana sich Warrens USB-Stick ausgeliehen hatte. Juliet erzählte mir, Victoria hätte sie über Zach und Dana informiert. Also war klar, dass Victoria mit allen spielte. Ich schlich mich in ihr Zimmer und fand auf Victorias Laptop den Beweis, dass sie lügt, wie gedruckt, um für Drama zu sorgen. Ich kam mir vor wie in einem Ich kam mir vor wie ein Verbrecher, als ich Victorias Zimmer und Laptop durchsuchte. Okay, das war's. Ja, warum haben wir denn? Ach, hier haben wir einen Stern. Wir haben neue Fotos natürlich. Episode 1. Haben wir das? Hier fehlen die ganzen. Ja, gut, okay. Hier haben wir die Bilder. SMS von Mama. Herzlichen Glückwunsch, Maxine. Das haben wir schon. Hi, Liebling. Dein Direktor hat mir eine E-Mail geschickt. Er sorgt sich um deine Einstellung und dein Verhalten, dass du nicht dorthin passt und dich in deinem Zimmer versteckst. Ich weiß, es ist hart, von zu Hause fort zu sein, selbst wenn du jetzt erwachsen bist. Aber du bist dort, um die Welt mit deiner Kamera zu verändern. Bitte ruf mich bald mal an, damit wir reden können. Wir vermissen dich. Schmatz, Mama. Müde. Ja, gut, dann gehen wir jetzt hier mal raus. Denn jetzt können wir raus und können hinten auf den Parkplatz gehen. Gibt es hier nicht irgendwelche Zickigkeiten? Wir haben hier immer noch... Damn, I better rewind. Sprechen wir den an, wa? Get fuck this shit. Ow. Okay. Dann sprechen wir ihn an. Okay, dann müssen wir dich schnell ansprechen. Fuck this shit. Scheiße. Ach ja. Alyssa, move your head. If you insist, Max. Now that's what I'm talking about. I actually helped somebody. Okay. Max, that was awesome. Thank you. Das war knapp, kein Problem. That was close. Jock assholes. If I was a member of the Vortex Club, they'd never pull that. Would you want to be a member? They're smart. We should hang out more. Now I have to finish this stupid book. Thanks again. Let's talk later. Ja, liebe Freunde, das Fenster. Now that's what I call instant karma. Können wir da jetzt irgendwas, ich habe eine Errungenschaft freigeschaltet, reinzoomen? Haben wir jetzt das hier vergessen? Oder geht es? Naja, egal, da kann man jetzt nichts gegen machen. Was haben wir denn jetzt hier schon wieder? Ah, wir haben eine neue Person. Wir haben eine neue
Person eigentlich kennengelernt. Aber ist da noch was? Ach, das ist hier was Neues. Ah, gut. What the fuck? What the fluff? Mhm. Nachdem ich Juliet den Beweis für Victorias Lügen geliefert hatte, sammelte ich Warrens USB-Stick ein, denn er war merkwürdig drauf. Also sah ich mich um, um vielleicht den Grund zu erfahren. Ich fand einen Schwangerschaftstest und eine Notiz von Logan sowie einen Arzttermin. Denn er gestand, dass sie schwanger war und mir wurde klar, dass all meine Freunde genauso große Probleme haben wie ich. Seufz. Glad to see our campus is eco-friendly. Na, liebe Freunde, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt wieder zurück zu dem Parkplatz. Aber bevor wir natürlich zurück zu dem Parkplatz gehen, werden wir natürlich den Park beenden. Obwohl wir gehen zum Parkplatz. Wir gehen da mal hin und da wird schon hoffentlich nichts passieren. Doch, es wird was passieren. So don't think I'm blind. I see everything here at Blackwell. Do you understand what I'm saying? No, and leave me alone. Eingreifen oder ein Foto machen. Ach du Scheiße, das könnte ja sein, dass das der Grund ist, warum es ihr so schlecht geht. Boah, nochmal die Entscheidung, doch nochmal in dem Part, okay. Machen wir jetzt ein Foto? Oder werden wir eingreifen? Wenn wir eingreifen, dann retten wir sie gerade jetzt mal vor den ganzen Sachen. Und wenn wir ein Foto machen, könnten wir das Problem komplett aus der Welt schaffen. Aber da muss ich halt jetzt wahrscheinlich erstmal leiden. Wir werden mal schauen. Wir werden erstmal ein Foto machen. Weil die beiden sind mir jetzt irgendwie geheuer. Aber ich würde erstmal Foto machen. You can't fool me. I know everything about this school. I cover the waterfront. So you better figure out what side you're on. Please, leave me alone. Hope you enjoyed the show. Thanks for nothing, Max. Man, I should have stepped in between Kate and David. That asshole was so over the line. I could rewind and try something different. Ja, aber das nützt uns für die Zukunft ja nichts. Wir könnten jetzt natürlich zurück, dann werde jetzt nicht sauer, aber vielleicht kommt irgendwann im Verlauf des Spiels eben. Na? So kann er sie immer wieder angreifen und sowas haben wir wenigstens einen Beweis, dass er sie angreift oder dass irgendwas ist und dann wird sie vielleicht in Zukunft dann in Ruhe lassen. Ich glaube, das war die clevere Lösung. Und deswegen würde ich jetzt sagen, lassen wir das so und jo, gehen wir mal zum Parkplatz. Something. That guy was an asshole. Ganz ruhig bleiben. Die Zeit hält alle Wunden. Und die Dinge werden aufgeklärt. So, liebe Freunde, da würde ich sagen, machen wir erstmal Schluss mit diesem Part und sehen uns dann im nächsten Part wieder und schauen mal, was hier so alles zu finden gibt, was es hier so alles zu erzählen gibt und dann schauen wir mal, wie sich hier noch weiter irgendwie, was ist das denn, die Geschichte entwickelt. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Bis denn. Tschüss.